Okay, müssen wir wiederbeleben. Ah, sind, kann ich gleich zwei? Wow, okay, cool. Boah, da sage ich nicht nein, ne? Da sag ich nicht nein. Sandstachel gegen Gift, okay. Haben wir hier noch einen? So, zwei noch. Oh, die zwei werden auch gleich hier oben nebeneinander gelegen. Nebeneinander. Ne? IA, IA. Was habt ihr mir denn mitgebracht? Bruder. Was ist das denn? Süß. Okay. Ja, Haustierkämpfe sind solche Sachen, die ich nie wirklich gemacht habe. Und außerdem passt dieser Skorpion richtig gut in das Wüstensetting rein. Es ist nicht sicher, allein zu reisen. Wir gehen dahin. Wo It's not safe to go alone? Hm, kenne ich doch irgendwo her. Seid ihr das? Oh, Kaya. Wo sind wir? Wir sind in Voldum. Niemand verdient es, in Was Land habt ihr dabei? Zu werden. Kali mag euch. Das kann ich sehen. Kiro. Kiro. Grüße an dich. Hi. Schön, dass du es auch ins Spiel geschafft hast. Ich schreibe das hier in einem Käfig mit einem Dutzend anderer Verbannter. Auf dem Weg in die Sande, wo wir den Rest unserer Tage verbringen werden. Was nicht mehr viele sein dürften. An der drückenden Hitze merke ich, dass wir fast da sind. Oh, das war wieder nur ein Stein. Okay, Notizbuch. Die Sonne ist hinter den Dünen untergegangen. Da lässt die Hitze endlich nach, die so viele wahnsinnig macht. Einer von uns hat einen Hitzschlag bekommen und etwas von einem Tempel im Süden gefaselt, der Verbannte aufnimmt. Der wird die Nacht wohl nicht überstehen. Ich habe hier noch eine Seite. Von Jakrazet gesandte Attentäter haben unser Lager mitten in der Nacht angegriffen. Unbewaffnet und im Halbschlaf konnten wir uns nicht wehren. Ich habe den Verräter abgewehrt. Seid ihr auf einen Handel aus? Die Überlebenden hatten sich in alle Winde zerstreut und sind jetzt auf sich allein gestellt. Eine brauchen wir noch. Gefressiger Bussard. Oh, komm. Ohne Nahrung oder Wasser überlebe ich nicht mehr lang. Ein Großteil des Tages im Kreis blieb mir nichts anderes übrig, als dem Rat von dem Verrückten zu folgen und mich Richtung Süden aufzumachen, um dort Zuflucht zu suchen. Ein Tempel im Süden. Hier oder was? Irgendwo? Vielleicht? Maybe? Maybe, maybe, maybe. Oh, oh, oh. Können wir den? Können wir. Komm. Da kommt noch gleich der nächste. Auf geht's. Wer hat noch nicht? Wer will nochmal? Da
vorne. Oh, Klingwache. Oh. Oh. Das klingt ja nicht gut. Reagiert nicht. Oh Mann. Okay, muss ich mit denen irgendwas machen? Nee. Krimskrams, ich muss ernsthaft Krimskrams sammeln. Für den Imperator. Der Imperator Palpatine oder was? So, ich mache hier mal ein bisschen Platz wieder. Ich werde diese Schuld begleichen. Versprochen. Bin mal gespannt, ob was einhält. Sagen kann er viel. Den Namen merke ich mir. Wie heißt er denn? Takasi. Müssen wir jetzt hier diese Rüstungsteile sammeln, um irgendjemanden von diesen Wolpertingern auszurüsten? Okay. Das mit der Klinge sieht nicht gut aus. Die Sande werden sich ausbreiten. Habe ich eigentlich Monolith? Habt ihr was für mich? Finde da draußen bloß nicht den Tod. Hallo, ihr da! Die Dünen geben uns alles, was wir brauchen. Okay. Ich muss mal kurz dieses Monolith-Ding abbauen. Monolith. Ich habe hier Platin. Oh, okay. Platin und Monolith. Okay. Oh, was? Ich wollte eigentlich auf C drücken. Was bringt mir das? Nutze Energie des Rohen Azeriths, um außergewöhnliche Rüstungsteile zu erwecken, die über latente Kräfte verfügen. Okay. Wollt ihr handeln? Der Sand. Mira, fasst euch den Wagen und stellt euch darauf ein paar Sachen am Hafen abzuholen. Unsere neuen Verbündeten können mitfahren und ihre Suche fortsetzen. Sandala ist immer Zeit, Nishas Plan in die Tat umzusetzen. Seid vorsichtig. Bereit zum Aufbruch. Die alten Trollstraßen sind gefährlich für unsere Wagen. Bin ich doch immer. Kiro muss sich keine Sorgen machen. Ich hab das total drauf. Aber haltet euch Mera. Besser fest. Nur zur Sicherheit. Mach ich. Haltet Ausschau nach eurer Freundin. Ich konzentriere mich auf die Straße. Okay. Semlands Hafen ist im Süden. Da läuft schon seit Jahren kein Schiff mehr. Ist das der Tempel, von dem sie aber geredet haben? Es ist unsere beste Chance, die Sachen zu finden, die Kiro und Nisha für ihren Angriff auf die Sethrak brauchen. Dot und Dolly. Dot Dolly. Dolly Dot. Könnt komm. Ihr glauben, dass diese Ödnis einmal das Juwel des Trollimperiums war? Echt? Ein Dschungel voller Leben. Was davon noch übrig ist, liegt jetzt unter dem Sand begraben. Ah, wie kann Rakera an so einem Ort überlebt haben? Wohl gar nicht. Die meisten eurer Art können das nicht. Naja, nicht mehr. Ich werde sie finden oder beim Versuch sterben.
Mera, stopp die Karawane. Da vorne ist was. Was haben wir denn da? Das ist Rakeras Schild. Jorak, wo ist sie? Mein Schicksal. Was habt ihr mit ihr gemacht? Das ist Wenn das wahr ist, was der Verbannte behauptet, Rakera, dann müsst ihr das untersuchen. Grund, warum ich noch lebe. Aber Vorsicht, Jakrasett könnte noch dort sein. Also auf in den Tempel, oder wie? Täuscht mich nicht. Verwittertes Säckchen. Warte mal. Ich schließe erstmal die andere Quest ab, oder? Na komm her. Das ist nicht euer Kampf. Ja, jetzt ist es aber euer Kampf. Vielleicht ist es auch mein Kampf. Okay, er hat anscheinend eine 50%ige Drop Rate, oder? Weil wir gegen zwei kämpfen und immer eins deinen Kampf rauskriegen. Oh, diesmal sogar zwei. Doch ein bisschen über 50. Bisschen über 50. Wir kommen nicht rein. Das Tor ist mit Magie versiegelt, die wir noch nie gesehen haben. Wir sind nicht allein. Es war ein großer Fehler, in die Sande zu kommen. Die Prinzessin kann euch jetzt nicht mehr retten. Gorstok, kümmert euch um die Eindringlinge. Enttäuscht mich nicht normal. Tja, wird aber. Und er hat versagt. Besser als ich. Mein Blut klebt an euren Händen. Aber wir beide wissen doch, dass ich der Gute bin. Oder sind wir das doch nicht? Atul Aman. Ich kenne Sulaman. Was kann ich mal für euch tun? Yay! Noch ein Level up. Was darf's denn sein? Was darf's denn sein, Mann? Der Sand wird niemals sicher sein. Gefahr in der Wüste. Fasst euch mal kurz. Weiter. Rakera wird in dieser Wüste nicht lange überleben. Ah, ich muss doch da hoch. Der Schraubenschlüssel. Ah! Das war nur eine Nebenquest, aber immerhin versuchen die hier ernsthaft was anzubauen. Rana. Benötigt ihr irgendwas? Geht die Ausgangsrichtung? Okay. Ja, ich mach mal lieber mit der Mainquest weiter. Hallo. Bereit zum Aufbruch. Wir sollten nach Süden. Der Tempel ist irgendwo in diesen Hügeln. Das rote Tor in Suldazar. Oh, ich muss mein Knie wieder strecken. Ah. Au, 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 au. Haltet euch fest. Gleich wird's ganz Champion schön der holprig. Das kann doch nicht die einzige Straße sein. So ziemlich steil rauf. Aber durch die Schlucht wollt ihr nicht. Die ist voller Albträume. Die existieren nur in eurem Kopf, nicht in den Dünen. Ich versichere euch, die existieren und sind gefährlich. Nicht einmal die Setrak wagen sich in die Schlucht. Tempel von Akunda. Das ist der Tempel. Ganz im Süden.
Okay. Gott und Dolly heißen wir, ziehen durch Wüsten Sand mit dir, sind so wuschig, knuffig, süß. Was denn das für ein Gekreisch aus eurem Mund? Och, lass sie doch singen. Dolly mögen es, wenn ich singe. Es beruhigt sie. Ich dagegen möchte gleich alte Gewohnheiten annehmen. Na gut. Dot und Dolly heißen wir, ziehen durch Wüsten Sand mit dir. Es muss hier sein. Ich sehe da vorne ein Bauwerk. Da vorne ist auch irgendwas mit Magie versiegelt, oder? Dot und Dolly heißen wir, ziehen durch Wüsten Sand mit dir. Wie ging's weiter? Ziehen durch Wüsten, sind so wuschig, knuffig, süß. Wenn ich helfen kann, werde ich's tun. Wenn Rakera hier im Tempel ist, werden Akunda wir sie finden. Akunda heißt alle, wer sucht die Erlösung? Akunda heißt alle willkommen. Wir suchen eine Verbannte, die Rakera heißt. Wir denken, zusammen, sie könnte hier im Tempel sein. Weihe nötig sind. Hier findet ihr nur Akunda. Was habt ihr getan, um hier zu enden? Seine Samen teilen, dürfen seine Hallen betreten. Okay. Mord? Ein Anschlag? Segen der Loa auf euren Dot und Dolly heißen wir, ziehen durch Wüsten Sand mit dir, sind so wuschig, knuffig, süß. So. Dot und Dolly. Ist Dot und Dolly eine Anspielung auf irgendwas? Keine Ahnung, wenn ich ehrlich bin. So. So, was ist das denn hier? Okay. Rotfelskaverne. Kavenzmann! Kavenzmann! Wir müssen da runter, oder? Rorgoks Antennen. Müssen wir wirklich da runter? Ich weiß nicht. Doch, müssen wir. Gut. Jetzt wird es explodiert. Ist gar keiner da. Zandala war immer da. Mhm. Die übertreffen sich jedes Addon immer wieder mit ihren Sprüchen. Unterbrechen. Boah. Okay. War ich zu langsam.
So, dann haben wir seine Antennen. Ich habe immer noch Kaskarots-Ding. Ist halt auch echt geil, das Ding. Kaskarots-Kühnheit. Nice, nice. Dad und Dolly heißen wir, ziehen durch Wüstensand mit dir, sind so knuffig, wuschig, süß. Na, 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 dass ich nichts büß. Keine Ahnung.